Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um das dritte Semester im Ingenieurstudium. Zum ersten und zweiten Semester habe ich schon ein Video gemacht. Heute geht es aber ums dritte Semester. Meine ersten zwei Videos zum Ingenieurstudium waren ziemlich detailreich. Nachdem ich jetzt auch wieder 5 Seiten Skript geschrieben habe, habe ich mir gedacht, ich mache es diesmal anders. Und zwar geht es dieses Mal um meine Impressionen und weniger um die fachlichen Themen, die so in diesem Semester so von Thema waren. Nichtsdestotrotz habe ich mir mal die Fächer notiert, die ich in diesem Semester hatte. Das waren unter anderem Ingenieurmathematik Nummer 3. Die Themengebiete hier werde ich jetzt nicht weiter hervorheben. Es ging um Vektoranalyse und Differentialgleichungen. Dann hatten wir Reaktionstechnik. Hier ging es um verschiedene chemische Prozesse, Vorgänge, in welchen Reaktoren sie stattfinden, welche chemischen Reaktionen dahinter stecken. Dann gab es noch technische Thermodynamik 1. Hier wurden verschiedene Zustandsänderungen bezogen auf Druck, Volumen und Temperatur bzw. Energie eines Systems von Gasen behandelt und auch innere Stoffaustausche. Dann hatten wir Physik für Ingenieure 2. Nachdem Physik für Ingenieure 1 eine sehr große Wiederholung war, aus dem, was ich jetzt in der beruflichen Oberschule gemacht habe, war Physik 2 auch nochmal eine weitere Wiederholung. Allerdings kam auch sehr viel Neues dazu, vor allem im Bereich Optik. Da hatte ich ja eigentlich nichts weiter, beziehungsweise Optik mit Linsen. Das wurde da sehr stark thematisiert. Außerdem hatte ich das Modul Mechanische Verfahrenstechnik. Hier ging es um diverse mechanische Verfahren, sei es zum Stofftransport, zum Zerkleinern, zum Sortieren, zum Zusammenfügen, wie zum Beispiel verschiedene Mühlen, mit welchen Schneidwerkzeugen sie arbeiten, wie denn die Kraftwirkung ist und wie der ganze Prozess überhaupt funktioniert. Und zu guter Letzt war der größte Block in diesem Semester das Fach Elektrotechnik 1, lineare elektrische Netzwerke, wie es auch hieß. Das war mit Abstand schon mal, kann ich sagen, das anstrengendste Fach. Hier wurde zuerst die Elektrostatik behandelt und die Magnetostatik war auch Teil der Vorlesung. Dann ging es um diverse elektrische Schaltungen, wie man die mit, ich sag mal, mathematischen Methoden beschreibt, wie man das Ganze vereinfachen kann. Und zu guter Letzt wurde dann auch die Wechselstromrechnung thematisiert, die zum Ende des Semesters nochmal ganz schön einen draufgesetzt hat. So, nachdem ich jetzt kurz die Fächer umrissen habe, möchte ich euch daran erinnern, wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, mich zu abonnieren und ein Like dazulassen. So werdet ihr es nicht verpassen, wenn ich das Video zum vierten Semester hochlade. Außerdem mache ich unter anderem noch einiges an Technikvideos. So, das Bedenklichste in diesem ganzen Semester war wohl das Zeitmanagement. Ich blende euch mal hier meinen Stundenplan kurz ein. Generell kann man sagen, ich habe eigentlich immer so um 8 begonnen und war selten vor 17 Uhr wieder weg vom Schreibtisch nach einer Stunde Mittagspause eingerechnet. Ich war auch ziemlich oft bis 19, 20 Uhr am Schreibtisch gesessen. Das Wochenende habe ich anfangs noch freihalten können, aber ich sag mal so, nach den ersten 5 Wochen im Semester habe ich es dann auch nicht geschafft, das Wochenende freizulassen, also musste dementsprechend auch was tun. Und in diesem Semester wurde ich zum ersten Mal so auf die Probe gestellt. Und zwar, ich hatte jetzt in diesem Semester, ich habe es glaube ich gerade aufgezählt, 6 oder 7 Fächer. Ich habe einfach gemerkt gegen Weihnachten, dass ich das einfach nicht schaffe. Also man kann eine Zeit lang wirklich intensiv arbeiten, konzentriert alles abhaken. Aber das Problem ist, irgendwann ist man einfach nicht mehr aufnahmefähig. Bei mir war es dann so, ich habe mich entschieden, das Fach Reaktionstechnik zu schieben in ein weiteres, in späteres Semester. Hängt einfach damit zusammen, ich hätte das Fach höchstwahrscheinlich bestehen können. Allerdings wäre es dann darauf hinausgelaufen, dass ich sowohl in diesem Fach als auch in anderen Fächern einfach hätte Bulimie lernen betreiben müssen. Also, dass ich versuche, möglichst schnell, möglichst viel auswendig zu lernen. Aber ich denke, das ist einfach nicht der Sinn eines Studiums. Natürlich kann man das so machen, aber in meinen Augen ist das einfach irgendwo Quatsch. Und da habe ich gemerkt, dass hier einfach meine Grenze ist. Jetzt weiß ich auch, ich muss einfach ein Semester ranhängen. Aber ich denke, im Großen und Ganzen komme ich da so gut trotzdem durch. Ich habe auch alle Prüfungen aus diesem Semester und aus den vorherigen Semestern recht problemlos bestanden. Das einzige Sorgenkind war so ein bisschen Elektrotechnik. Da habe ich so in der Woche zwischen 10 und 12 Stunden investiert. Ich habe auch aufgrund meiner Ausbildung schon eine gewisse Vorbildung gehabt. Aber trotzdem war das ein riesiger Brocken. Da gab es jetzt unter anderem zum Beispiel eine 2-stündige Vorlesung. Es gab jede Woche 2 Stunden Übung, die ich glaube 4-mal doppelt stattgefunden hat, weil das Semester Corona beginnt irgendwie später angefangen hat und eher oder zumindest regulär aufgehört hat. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Jedenfalls war es auf jeden Fall ein Haufen Arbeit. Ich war auch jede Woche zwischen, ich sag mal, 3 und 6 Stunden über eine Hausaufgabe, die wir abgeben mussten, drüber. Da hatten wir noch ein Tutorium, das tatsächlich ziemlich hilfreich war, weil man so ein bisschen Tricks mitgeteilt bekommen hat, wie man sich einfach Arbeit spart und sich das Leben leichter macht in Elektrotechnik. Und außerdem hatten wir noch wöchentlich Kurztests, die bis Weihnachten an der Uni stattgefunden haben mit Masken. Nach Weihnachten, als dann die Corona-Zahlen ja massiv gestiegen sind, war das dann auch ein reines Online-Format. Und ja, alleine das war schon extrem viel.
Ich sag mal so, wenn ich statt Elektrotechnik noch ein anderes normales Fach gehabt hätte, hätte ich sicherlich alle Fächer machen können, aber da Elektrotechnik in meinem Studiengang, ich mache jetzt den Schwerpunkt Automotive und Mechatronik, ein sehr wichtiges Fach ist, musste ich einfach die Zeit investieren, um da so die ganzen Inhalte einfach mitzunehmen. So, zusammengefasst kann ich jetzt sagen, dass das dritte Semester im Ingenieurstudium mit Abstand das anspruchsvollste war. Ich erinnere mich noch, beziehungsweise ich habe erst vor kurzem wieder mein Video zum ersten Semester geschaut, um mich zu erinnern, was ich da so gesagt habe, dass ich mit einer 30-Stunden-Workload schon ziemlich viel zu tun habe. Jetzt habe ich ja sehr gut und gerne mindestens 45 Stunden die Woche mit Unizeug verbracht und auch gerne mal 50 Stunden die Woche und muss sagen, okay, wie blauäugig war ich damals. Aber man muss auch sagen, vielleicht auch mal zu Ermutigungen, die vorhaben, das zu studieren, man wächst rein, man gewöhnt sich an die Workload gewisserweise. Gewisserweise muss man auch Abstriche machen. Ich weiß auch nicht, ob so wie ich an die ganze Sache rangehe, überhaupt die korrekte Art und Weise ist, aber ich bin jetzt soweit ganz gut durchgekommen und erstmal zufrieden. Im vierten Semester, in dem ich gerade bin, also ich nehme das Video ein bisschen zeitverzögert auf, habe ich mich auch wieder entschieden, Fächer in spätere Semester zu schieben, sodass ich mir einfach ein bisschen Luft schaffe, die Fächer ordentlich zu bearbeiten und auch etwas Freizeit habe. Darauf gehe ich im nächsten Video tiefer drauf ein. Long story short, obwohl das Corona-Semester kürzer war und ich gut und gerne mal 50 Stundenwochen gehabt habe, bin ich im Großen und Ganzen sehr zufrieden, denn ich habe unheimlich viel gelernt. Es war definitiv nicht vergebens. Ich habe auch jetzt das Gefühl, im vierten Semester tue ich mich in einigen Fächern deutlich leichter, weil ich eben so viel im dritten Semester gemacht habe, speziell in Aufbaufächern zur Elektrotechnik. Und im Großen und Ganzen kann ich dazu eben sagen, ich kann mit einem Lächeln auf das Semester zurückblicken. Ich hoffe, dass die folgenden Semester zumindest nicht mehr stressiger werden, nachdem es bisher jedes Jahr, jedes Semester mehr Workload wurde, aber ich bin gespannt auf das, was noch kommt. Also, wenn noch nicht passiert, lasst mir ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao! Eine Sache habe ich noch vergessen. Dieses Semester war komplett online, lediglich die Elektrotechnik-Kurztests waren an der Uni. Der Rest war alles in Form von Zoom-Videos, also Live-Übungen, Live-Vorlesungen bzw. Aufzeichnungen. Und auch im vierten Semester sieht es momentan so aus, also als wenn alles auch bei Aufzeichnungen bleibt. Aber ich bin immer noch optimistisch, dass es sich im fünften Semester wieder ändern könnte, sodass nicht der ganze Bachelor von daheim aus passiert.